Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Summer in Mara. Ich bin schon mal über die Insel gehuscht und jetzt stellen wir Dinge her, wie zum Beispiel, das ist das Falsche, den Stahlhammer, dafür brauche ich, oh, Kupferbarren. Okay. Das heißt, ich müsste bei Akagi erstmal einen Kupferbarren irgendwie kaufen. Egal, wir können mal andere Sachen herstellen, zum Beispiel Papierboote. Ich mache davon einfach nochmal 3 Stück. Weil wir es können. Dann stellen wir noch mal ein bisschen Papier her, würde ich sagen. Auch einfach, weil wir es können. Und ich glaube, in der Küche haben wir jetzt gar nicht so viel, was wir herstellen könnten. Wir hätten die Möglichkeit, wenn wir eine Erdbeere hätten, einen Wackelpudding zu machen. Wir können jetzt Eis herstellen, weil wir Wasser haben. Das würde ich tatsächlich einmal machen. So. Und wenn wir noch... Wir könnten Kokosnuss-Cocktail machen. Für das Orangeneis brauchen wir mehr. Aber das lasse ich erstmal. So. Was kann ich denn hier nochmal Schönes anstellen? Gar nichts. Das ist einfach nur... Okay. Dann gucken wir jetzt einmal, dass wir uns Treibstoff holen. Dann finden wir auch raus, ob wir dafür jetzt irgendwie eine Gegenleistung erbringen müssen. Vielleicht muss jetzt da oben, dass da jetzt Orangen liegen müssen. Sonst bekommen wir nichts. Wer weiß. Das könnte theoretisch sein. Wir werden es rausfinden. Vielleicht müssen wir auch einfach nur... So. Ich habe den Tank aufgefüllt. Okay, wir mussten aber nichts dahin legen. Hier können wir uns an Ja-Ja erinnern. Hm. Ach ja, macht uns aber nur ein bisschen nachdenklich und traurig. Dann würde ich doch mal sagen, wir gucken, was wir haben. Sei mir etwas Süßes bringen. Wir müssen ein Croissant besorgen. Nachmittagstee haben wir. Wir müssen ein paar Reiskuchen von Taka. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die tatsächlich kaufen muss, aber wir haben ja noch welchen. Also könnten wir versuchen, mit einer Popo zu reden. Ich glaube zumindest, wir haben noch welchen. Ein paar Schrauben und Rohre für Caleb, das können wir abgeben. Die Fische können wir letztlich suchen. Und eine Mine. Stimmt, die Mine bauen. Es kann aber sein, dass ich dafür den besseren Hammer brauche. Noch 2 Seile und ein paar Bretter. Ich versuch's mal. Ich probiere es erstmal. Vielleicht reicht es ja auch so. Ansonsten kann ich nach der Folge wieder... Oh, ich würde ja gerne den Hühnerstall aufbauen da vorne. Ich weiß auch noch gar nicht, wo ich die Mine bauen wollte. Aber wir brauchen noch 2 Seile, wenn ich das richtig gesehen habe. Mal gucken, kann ich die noch machen? Nein, kann ich nicht. Schade. Kann ich denn den Faden herstellen? So. Jetzt vielleicht die 2 Seile, die ich brauche. Ja. Sehr gut. Was brauche ich noch für die Mine? Achso, ich muss ja so schauen. Für die Mine brauche ich noch 6 Bretter. Okay, kriegen wir hin. 6 Bretter sollten tatsächlich das kleinste Problem sein. Bingo. Und jetzt müsste ich eigentlich eine Mine... auf festem Boden auf deine Heimatinsel bauen. Ja. Ich würde es ja da vorne so ein bisschen neben den Eingang. Oder vielleicht, ich weiß nicht. Hm. Hier geht der Weg hoch. Vielleicht einfach hier dahinter. Was soll ich hier dahin machen? Beziehungsweise hier vielleicht. Da wird es mir irgendwie gefallen. Ist das hier fester Boden? Nur auf festem Boden auf deiner Heimatinsel bauen. Aber ist doch fester Boden, oder? Oder meint das irgendwo hier? Also wir haben alles, was wir brauchen, aber... Oder muss das hier irgendwo dran sein, dass ich das hier bauen muss? Hm. Vielleicht brauche ich erst den besseren Hammer. Oder hier vorne? Muss ich da reinbauen? Nee, das kann es ja auch nicht sein. Ich habe schon auf der ganzen Insel nach den glänzenden Steinen vom Tor gesucht. Aber ich konnte keine finden. Hm. Ja, ja. Okay, wir hatten einen, haben wir eingesetzt. Ich habe keinen Kristall.
Das wusste ich bisher auch noch nicht, dass wir den einsetzen können. Okay. Naja, wir fahren auf jeden Fall einmal zurück. Wir haben ja noch andere Dinge zu tun als die. Oder müssen wir die hier unten bauen irgendwo? Aber das ist jetzt ja auch nicht unbedingt festerer Boden als woanders. Probieren es mit mir, kann ich auch nicht. Ja, ich bin noch nicht sicher, wo wir das genau bauen können, aber finden wir dann schon. Hauptsache, der komische Elite findet nicht unsere schöne Heimatinsel. Das wäre gar nicht gut. So, wir gehen erstmal wieder zurück nach Kaelis. Und dann schauen wir einfach mal. Dann schauen wir einfach mal, was wir sonst noch machen können. Wir brauchen ein Croissant. Ich habe so eine kleine Ahnung, wo wir das herbekommen. Wir können es bestimmt irgendwo kaufen für ganz wenig Geld. Aber inzwischen haben wir ja ein bisschen was. Das ist gut. Erstmal reden wir mit Caleb, denn er kriegt ja theoretisch noch Geld von uns zurück. Das wollen wir ja nicht unterschlagen. Da müssen wir auf jeden Fall so eine Kupferbank kaufen. Bald können wir die sicher auch so herstellen, wenn wir irgendwie den Ofen oder so. Vielleicht dürfen wir ja den Ofen behalten und können darin Metalle schmelzen, wer weiß. Falls sich unser lieber Tucker einen neuen kauft. So. Hey Caleb, wie geht es mit dem Ofen voran? Schon besser. Mit diesen Materialien werde ich ihn im Handumdrehen reparieren können. Kannst du ihn zurück zu Taka bringen? Ich bin mir sicher, dass er schon ganz verzweifelt ist. Natürlich. Perfekt, da haben wir den Ofen wieder. Sehr schön. Beeil dich bitte. Ja, keine Sorge. Dann kann ich auch gleich gucken, ob ich da wirklich Reiskuchen nachher kaufen muss. Oder ich habe halt Angst, dass die sehr, sehr teuer sind. Gucken wir erstmal durch. Komm vorbei, wenn du eines meiner Gerichte probieren möchtest. Brr. Klar, so. Taka, ich brauche einen deiner köstlichen Reiskuchen. Möchtest du das Rezept dafür lernen? Ich brauche dafür etwas Reis, Mehl und ein klein wenig Schokolade. Wenn du mir die nötigen Zutaten bringst, zeige ich dir, wie man sie zubereitet. Oh, perfekt. Ja, das machen wir dann. Natürlich. Klar. Caleb hat deinen Ofen repariert. Vielen Dank, mein Kind. Gern geschehen. Das ist wirklich ein seltsamer Ofen. Es ist ein Kamado, eine spezielle Art von Ofen. Damit kann ich neue, ganz andersartige Rezepte zubereiten. Toll! Ich wünschte, ich hätte auch so einen Ofen. Nun, warum behältst du ihn denn nicht? Was? Wirklich? Kann ich dann auch solche Gerichte wie du zubereiten? Mit etwas Durchhaltevermögen und Engagement vielleicht. Jeder Meisterkoch braucht erst das in die Küchenutensilien. Ich werde auch ein Meisterkoch, du wirst schon sehen. Ja, danke. Ein neues Bauwerk mit Ofen. Ja, danke schön. Schnell, mein Kind. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, ich eile. Also keinen Reiskuchen kaufen? Ich finde das so schön, dass wir eigentlich immer die Rezepte erlernen. Jetzt muss ich nur gucken, wo wir die einzelnen Sachen herbekommen. Du zuerst. Ich habe deine Kopfhörer dabei. Funktionieren sie wieder? Ja. Vielen Dank, Chor. Du solltest lieber Akati danken, anstatt mir. Ich werde ihren Namen in meinem Tagebuch aufschreiben. Akagi, eine Frau, die alles reparieren kann. Und feuerrotes Haar, riesige Arme. Koa wird wie sie sein, wenn sie einmal erwachsen ist. Ich finde das so süß. Okay, Koa, ich habe Heißhunger auf etwas ganz Bestimmtes. Was denn? In meinem Tagebuch steht, dass Taka früher wirklich... Nein, dass Taka früher wirklich verzügliche Nudeln zubereitet hat. Ich habe ihn danach gefragt, aber er hat mir gesagt, dass er sich vor langer Zeit entschieden hat, keine Nudeln mehr zu kochen. Taka ist ein echter Dickkopf. Ich schätze, es wird mir nicht vergönnt sein, diese Nudeln noch einmal zu probieren. Ich kann für dich mit ihm reden. Wenn sie wirklich so gut sind, will ich sie auch probieren. Okay, berühmte Nudeln von Taka fragen, alles klar. Dann schauen wir erstmal, was wir hier haben. Nein, wir könnten hier, glaube ich, eine Sardine. Ich wollte gerade sagen, vielleicht Zander kaufen, aber nein, brauchen wir tatsächlich anders. Du, bist du meine letzte Hoffnung? Ja, bist du. Ich brauche, lass mich gucken, wie viel wir davon brauchen. Moment. Taka. Nee, nur Silberbarren waren, das muss ich auch noch besorgen. Taka. Moment mal. Warum das jetzt? Ah, hier. Einmal Reis, zweimal Mehl, einmal Schokolade. Einmal Reis. Mehl und Schokolade. Gott, die Schokolade gab es gar nicht hier. Ich kaufe das erstmal ganz kurz so.
Aber ich weiß, wir haben von irgendwas zu wenig. Ich brauche noch einmal Mehl. Ich wollte nur nicht das Falsche kaufen. So, Mehl. Wo gab es nochmal die Schokolade? Schokolade. Oh Gott, oh Gott. Süß, das Croissant haben wir auch noch nicht. Wir brauchen 3 Barren Silber. Mit Caleb sprechen. Okay, wir müssen erstmal zu Akali. Wir müssen erstmal zu Akali. Oh Gott, hoffentlich krieg ich's. Oh, bitte, bitte, lass mich Akali noch erreichen. Ich will nicht schon wieder bis zum nächsten Tag warten. Das wäre jetzt gar nicht so schön. Ich fürchte, ich werde nicht mit Akali reden können. Ach, Mano. Ein bisschen Glück. Sie hat ja bis 18 Uhr geöffnet. Vielleicht schaffen wir es noch diesmal. Es müsste eigentlich noch gehen. Wenn die Zeit nicht fleißig weiterläuft, während wir da drin sind, können wir heute noch mit ihr reden. Gott sei Dank. So, Akali, reden. Okay, pass mal auf. Wir brauchen ein Kupfer. Ach, ist der teuer. Okay, die Silberbarren werde ich nicht kaufen. Ich muss irgendwie lernen, wie man die macht. So. Jetzt kann ich... Wir haben echt nicht mehr viel Geld, ne? Gar nicht mehr viel. Uff, jetzt war die Frage, wo kriege ich Schokolade her? Wir können erstmal versuchen, ob wir den Reiskuchen nach Popo bringen können. Wobei, nein, vermutlich nicht, weil ich erst lernen muss, wie man den macht. Konnten wir vielleicht die Schokolade bei Saimi kaufen? Oh nee, was bist du denn für einer? Fing schon wieder. Wie konnte das nur passieren? Unsere Stationen sind verwirrt. Was macht ihr hier? Geht weg. Ich mag euch nicht. Also ernsthaft, ich finde die doof. Sollen hier nicht sein. So, erstmal kaufen wir hier ein. Okay. Keine Sachen davon. Da wir aber sehr viele von diesen Ringen haben, könnte ich da erstmal ein paar Sachen verkaufen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Geld. Jajas Blumen, davon verkaufen wir auch ein paar. Dann nochmal zwei, wobei Sonnenblumen nicht. Besser nicht. Papier können wir ihr verkaufen, dafür zahlt sie sogar einiges. Den Rest behalten wir mal. Aber die Pilzsuppe könnten wir, weil, ja... Wobei, doch, wir könnten. Wir können ja die Eier wieder kaufen für 40. Aber machen wir es erstmal so. Jetzt muss ich schauen. Saini, dafür brauchen wir aber ein Croissant. Und ich weiß gerade nicht, wo ich das Croissant finde. Taka, die Zukunft, dafür brauche ich die Schokolade. Muss ich gucken, wo wir die finden. Mit Caleb sprechen, dafür brauchen wir einen Tintenfisch. Die Fische, da muss ich noch fangen, da kann ich vorbei. Die Mine muss ich noch bauen. Taka nach seinen berühmten Nudeln fragen. Ja, ein bisschen ungünstig. Was war das? Ach, das war einfach so ein Staubwölkchen. Ich dachte gerade schon. Okay. Schokolade. Wo gab's die nochmal? Ah, warte mal. Vielleicht im Restaurant, das schon wieder zu hat, nehme ich an. Was konnten wir hier kaufen? Lolli ist nett. Ich kann mal versuchen. Vielleicht kommen wir ja doch noch rechtzeitig an, dass ich dann noch einkaufen darf. Ich bezweifle es zwar, aber hey, die Hoffnung stirbt zuletzt. Da vorne ist es schon. Vielleicht, wenn ich mich ganz, 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 ganz doll arg schnell beeile. Oh gut, Schokolade und ein Croissant. Perfekt. Kaufen wir. So, dann haben wir da jetzt nämlich alles, was wir für... die Reiskuchen brauchen. Dann gehen wir jetzt erstmal darunter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch zu Saimi gehen sollte. Wir schauen da auf jeden Fall noch vorbei, aber erstmal machen wir das mit dem Reiskuchen, weil es näher ist. Ich habe dir die Zutaten für den Reiskuchen mitgebracht. Perfekt. Hier hast du das Rezept. Dann kannst du sie in Zukunft selbst zubereiten. Vielen Dank, meine Freundin Napopo wird begeistert sein. Napopo? Was für ein ungewöhnlicher Name. Sie ist eine gute Freundin von mir. Und ein echtes Leckermaul. Und wir kriegen auch einmal Reiskuchen. Sehr schön. Und Napopo sollen wir jetzt den Reiskuchen auch geben. Sehr schön. Dann machen wir das doch mal. Mit, wobei ich rede erstmal mit Caleb. Dann könnten wir eigentlich direkt die Nacht auf dem Boot verbringen. Wenn wir danach wieder einen Orangensaft trinken, werden wir auch wieder Energie haben. Das sollte, glaube ich, dann... Ich gehe davon aus, besser sein, weil ich weiß nicht, bis wir da ankommen. Wenn es Nacht ist, lässt sie uns vermutlich doch nicht mehr mit sich reden. Caleb, hast du eine Lieblingsspeise? Ja. Was denn? Paella. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist ein Reisgericht. Und ein paar andere Dinge.
Was denn für Dinge? Tomaten. Ja. Paprika. Reis. Möchtest du, dass ich das für dich koche? Okay. Juhu! Ich glaube, mit Karotten schmeckt es noch besser. Und mit etwas Ananas. Ich weiß nicht so recht. Okay, du hast dein neues Paella nach Kursart. Okay. Kurs eigene Note verleihen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Habe ich Müll eingesammelt? Ja, ne? Sehr schön. Müll. Und wir schlafen einmal auf unserem Boot. Leider nicht so erholsam wie zu Hause unser Bettchen, aber wir können sehr viel mehr machen, wenn es eben Tag ist. Und wir haben ja noch Orangensaft. So, schon ist unsere Energie wieder fast komplett voll. Wir müssten jetzt, mit Taka sprechen, ihn nach den Nudeln fragen. Das hätte ich eventuell gestern schon machen können, aber egal. Wir haben einiges zu tun, wir müssen sowieso hier ein bisschen hin und her huschen. Dann können wir das auch jetzt machen und der Weg ist gar nicht mehr so verkehrt. Oh, ist noch zu? Wann macht er denn auf? 10 und ja, gut, eine Stunde noch. Na, dann warten wir jetzt halt noch eine Stunde. Oh, richtig, ich wollte noch Wasser suchen. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich habe gesehen, ich habe noch ein paar leere Flaschen, aber das Problem ist, wir füllen, glaube ich, immer nur eine einzige Flasche an so einem Brunnen. Das heißt, ich müsste da ein paar Mal dran gehen. Oder halt ein paar verschiedene finden. Und bisher ist mir nur der eine hier aufgefallen. Jetzt können wir, oder? Kann ich? Nee, ich kann leider immer nur einmal Wasser nehmen. Und daraus haben wir ja Eis gemacht. Na gut, aber jetzt sollten wir mit Taka reden können. Das ist alles gut. Zu Hause auf der Insel können wir dann wieder unseren Hammer her... Oh, den hätte ich noch machen können. Den Hammer. Aber egal. Hammer und Ofen aufstellen machen wir dann, wenn wir wieder daheim sind. So. Taka, kannst du mir einen Teller Nudeln machen? Unmöglich. Warum? Mein Meister hat dieses Gericht immer angefertigt. Er hat mich dazu gezwungen, es auch zu kochen. Wo habe ich diese Geschichte nur schon einmal gehört? Und du würdest für mich keine Ausnahme machen? Der alten Zeiten wegen? Vielleicht. Aber dann musst du mir die Zutaten besorgen. Mein Meister hat seine Taverne jeden Abend geöffnet. Okay. Ein jeder konnte mit eigenen Zutaten vorbeikommen und mein Meister hat ihnen daraus eine Mahlzeit zubereitet. Es kamen immer die seltsamsten Leute vorbei. Das klingt großartig. Ich bringe dir alles, was du brauchst. Okay. Oh, wir haben... Nur Mehl brauchen wir noch. Das ist cool. Beim Mehl weiß ich ja auch, wo wir das finden. Das war bei der Marktfrau hinten. Das ist sehr gut. Dann machen wir das jetzt einmal. Schnappen uns... Oder war das hier, wo ich Mehl kaufen konnte? Mal sehen. Nein, Weizen konnte ich da kaufen. Kein Mehl direkt. Das Mehl müsste theoretisch bei ihr hier hinten zu kaufen sein. Bei ihr. Genau, das war wirklich zweimal Mehl, nicht wahr? Wir kaufen einfach das zweimal. Dann bringen wir jetzt erstmal Napoko. Oh, wir könnten noch Saimi besuchen. Wir haben so viel zu tun. Also wirklich viel zu tun. Aber erstmal bringen wir Napoko ihr Essen. Die Arme soll ja nicht weiter warten. Ich könnte mir vorstellen, wenn man weiß, dass man leckere Reiskuchen bekommt, dann möchte man... Vor allem, die sehen ja schon irgendwie echt lecker aus. Normalerweise sollte man die vermutlich mit roter Bohnenpaste machen. Oh, zwei wieder. Okay, mit. Das machen wir zuerst. Keine Schnur für meine Angelrute. Verdammt. Heißt es, ich brauche jetzt erstmal die Schnur oder ich brauche den Köder? Mit. Gucken wir eben mal. Ich brauche tatsächlich die Schnur für die... Okay... Merke mehr Schnur und ich brauche... Kann ich dich... Ich nehme also am besten nochmal Baumwollsamen mit. So. Opfergabe darbringen können wir machen. Schmecken sie dir, Napoko? Das freut mich zu hören. Yeah, sind die teuren Reiskuchen weg, aber Napoko ist wieder glücklich. Ja. Sehr schön. Und du? Sie mögen es, in dunklen Nächten zu Licht, den Lichtern zu folgen. Was meinst du damit? Kannst du ein Feuer machen? Die Flamme des Feuers wird die Naturgeister zu deinem Zuhause leiten. Sie werden dich beschützen. Mach ein Feuer in deinem Haus und sie werden sich nachts um dich kümmern. Das klingt alles sehr gespenstisch. Auf meiner Insel gibt es einige Feuer, die Yaya errichtet hat. Ich werde noch mehr bauen.
Okay, Lagerfeuer. Entzünde ein Feuer auf Koas Insel. Okay. Die Naturgeister werden dir bei dieser Aufgabe den Weg weisen. Vertrau ihnen. Okay, was kann ich hier nochmal... Na gut, nichts, was wir unbedingt bräuchten. Dann gehen wir jetzt einmal zu Saini. Und ich kann auch mal schauen, was wir bei Onso kaufen konnten. Ob das bei ihm die Baumwollsaat war oder ob ich dazu wieder zum Markt müsste. Nein, dafür müsste ich zum Markt. Aber wir können nochmal Kirschen kaufen. Und Seidenraum. Aber Seidenraum haben wir nochmal ein bisschen. Ich kaufe mal noch einmal Kirschen. Dann würde ich nämlich mal versuchen, auf unserer Insel vielleicht Kirschen anzubauen. So, ist das denn der schnellste Weg zu Saimi? Jetzt, wo ich mit dir reden kann über diese furchtbaren, furchtbaren Elite. Wir haben übrigens echt viel zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich das die Folge alles noch hinbekomme, was wir jetzt schon auf der Liste haben. Die wird nämlich immer länger und länger und länger. Aber Hauptsache, wir können abends dann unseren besseren Hammer machen. Dann können wir nämlich... Ich mag euch einfach nicht. Dann können wir nämlich abends tatsächlich... beziehungsweise das nächste Mal tatsächlich hier die besseren Materialien abbauen. So. Erstmal zu Saimi. Saimi, kann ich mit dir reden? Tut mir leid, Kur. Ich kann gerade nicht reden. Es ist wirklich wichtig. Ich weiß, es tut mir leid. Komm später wieder. Ich habe dir etwas Süßes mitgebracht. Für den Nachmittagstee. Du hast wirklich Nerven, Kind. Komm rein. Es tut mir leid, dass ich mit dir so geredet habe. Deine Sturheit gefällt mir nicht, aber ich akzeptiere deine Entschuldigung. Mach das nie wieder. In Ordnung. Aber ich wollte mit dir über etwas Wichtiges reden. Worum geht es? Ich habe eine Frau... Ach, eine Frau? Ich dachte, Fink wäre ein Mann. Ui. Ich habe eine Frau namens Fink getroffen. Sie sagt, sie sei ein Elite. Noch ein Elite in Mara? Das ist in der Tat seltsam. Warum? Naja, wir wissen nicht viel über sie. Sie stammen von einem technologisch sehr fortgeschrittenen Planeten mit einer Gesellschaft voller Hierarchien. Es gibt einige Geschichten über ihr Reich des Fortschritts. Geschichten über... darüber, wie sie jeden Planeten verwüsten, den sie besuchen. Ich sollte besser herausfinden, welche Absichten diese Elite hat, aber ich bin alt. Ich kümmere mich darum. Ich weiß nicht, Kur. Ich denke, du bist zu jung für so etwas. Elites können sehr gefährlich sein. Saimi, bitte. Kur, das ist eine ernste Angelegenheit. Ich meine es auch ernst. Nein. Gib dich nicht mit diesen Leuten ab. Überlass das Ganze einem Erwachsenen und vergiss die Sache. Schau mich nicht so an. Ich kann das wirklich tun. Es geht nicht darum, dass du es nicht kannst. Es ist einfach noch nicht der richtige Augenblick. Ich habe schon so viele Dinge für dich getan. Und du glaubst immer noch, dass ich manche Dinge nicht tun kann, weil ich ein Kind bin. Das ist lustig. Nicht für mich. Es ist lustig, weil ich die gleiche Diskussion mit Haku hatte. Tausendfach. Was? Sie war wie du. Widerspenstig und frech. Nichts konnte sie aufhalten. Jedes Mal, wenn ich ihr gesagt habe, dass sie etwas nicht tun soll, hat sie es sofort trotzdem getan. Das glaube ich nicht. Oh doch, so war sie. Deine Großmutter schrie, brüllte und stampfte, bis sie ihren Willen bekam. Du bist genau wie sie. Also schön. Du wirst weit hinauf aufs Meer fahren müssen, um herauszufinden, was die Elites aushecken. Aber mit meinem Boot komme ich nicht weit. Dann solltest du es besser machen. Bitte Caleb an der Werft um Hilfe. Und dann fahr hinauf aufs Meer, um nach Antworten zu suchen. Ja. Weißt du was? Deine Großmutter hat das auch immer gemacht. Genickt und gelächelt. Ich wünschte, ich wäre so unbeschwert wie du. Oh. Okay. Wir haben noch so viel zu tun. Jetzt schauen wir erstmal, was wir zu tun haben. Mit Saimi nochmal sprechen. Das können wir machen. Das Feuer entzünden werden wir dann auch vermutlich hinbekommen. Calebs Lieblings... Ich weiß nicht, ob wir Ananas haben. Die Fische... Dafür brauchen wir erst nochmal... Okay, die Nudeln. Erstmal mit Saimi nochmal sprechen und dann die Nudeln. So. Geh und sprich mit Caleb. Als erstes solltest du das Boot aufbessern. Geh, verschwende keine Zeit. Okay.
Rede mit Caleb. Alles klar. Jetzt haben wir keine. Jetzt haben wir keine neue. Sehr gut. Das Ruder können wir auch herstellen. Dann reden wir mit Tucker, dann mit Caleb. Und dann fahren wir nach Hause, damit wir endlich den Hammer herstellen können. Das halte ich für eine gute Idee, was die Reihenfolge angeht. Und dann könnten wir zu Hause... Oh Gott, ich liebe diesen Wallfisch einfach. Er ist so toll. Kann ich mich hier nicht so einfach benutzen? Ja, so richtig komme ich da nicht drauf. Aber guck, hier ist der Walfisch nicht einfach toll. Ich liebe diesen Walfisch. Ich liebe den Markt. Er ist so schön. Okay, da kann ich nicht runter. Wie gemein. Jetzt wollte ich da drüber. Und ich habe mich schon gefreut, weil ich da so eine schöne Punktlandung drauf hingelegt habe. So, erst Taka. Dann. Oh, warte mal. Und wen müssen wir dann in den Müll bringen? Oh Gott. Ja, das wird eine ganz schöne Rennerei. Aber als erstes reden wir mit Taka. Wir haben ja alles, was er braucht. Sehr gut. Diese Zutaten sind hervorragend. Ich werde dir sofort einen Teller Nudeln kochen. Und so wird so überglücklich sein. Schlussendlich ist es nicht so wichtig, was man kocht, sondern welche Gefühle man mit seinem Gericht bei anderen hervorruft. Das hast du schön gesagt. Boah, du schaffst es immer, meine sentimentale Seite zum Vorschein zu bringen. Weil du tief drin ein Sensibelchen bist, auch wenn du so tust, als wärst du ein strenger Meister. Erzähl das bloß nicht Beram. Oh. Okay. Bring uns so die leckeren Nudeln. Kann ich dir noch was schnell mein Kind werden können? Okay. Dann husche ich erstmal. Warte mal, wir huschen erstmal wieder rüber zu. Oh Gott, das wird jetzt. Ich würde jetzt halt eigentlich am liebsten nach Hause und die Sachen aufstellen. Okay, wir machen erstmal hier. Bevor wir uns so die Sachen bringen, erstmal mit Caleb sprechen. Caleb, ich muss mein Boot aufbessern. Halt. Wie soll das Boot aufgebessert werden? Ich weiß nicht. Größer, schneller, von allem mehr. Wir könnten neue Ruder einbauen. Die Kabine vergrößern. Was für einen Motor hat es? Einen, der die Ruder antreibt. Natürlich, was auch sonst. Wie viel Strom braucht er? Strom? Womit sollte er sonst laufen? Mit Treibstoff der Quelle von Mara. Mit Mala. Wie merkwürdig. Warum? Das ist eine uralte Energiequelle. Heutzutage verwendet sie niemand mehr für diesen Zweck. Ich aber schon. Nun gut. Zuerst müssen wir neue Ruder herstellen. Bring mir etwas Geld, um die Teile zu kaufen. Ich bin mir nicht sicher, wie wir den Tank vergrößern können. Aber das wird nötig sein. Ich kenne da einen merkwürdigen Quido. Der weiß eine Menge über die Quellen. Lu? Ja. Er ist etwas eigenartig. Stimmt, aber er ist immer sehr hilfsbereit. Wohl wahr. Okay, mit Blue, wenn du treibst. Oh Gott. Ihr wisst ihr was? Wir fahren jetzt nach Hause. Nee, wir bringen Onzo noch die Nudeln, denn Onzo müsste theoretisch. Und ich wollte ja eigentlich noch. Eigentlich wollte ich ja noch, stimmt, damit wir angeln können. Wollte ich noch Baumwollsaat kaufen. Aber erstmal Onzo das Ding hier bringen. Onzi, ich habe die Nudeln mitgebracht. Wie hast du denn das geschafft? Ich weiß es nicht genau. Ich habe einfach nur mit Taka geredet. Das war alles? Das war alles. Okay, perfekt. Wir haben keine Zeit. Okay. Ein letztes Mal Dinge kaufen. Ja, ja, ja. Falsch geklickt, ich weiß. Konnten wir nicht irgendwo Baumwollsamen kaufen? Baumwollsamen kaufen? Ja, das nochmal. Das war unten bei Caleb, oder? Das war bestimmt unten bei Caleb. Okay, ich weiß, ich könnte jetzt zu Blue mit ihm über die Quellen zu reden, aber ich habe noch so viel anderes vor, dass wir das auf nächstes Mal verschieben, denn ich überziehe gerade schon. Und ich würde liebend gerne noch nach Hause, beziehungsweise, wenn wir eben zu Hause sind, noch die Sachen anbauen. So, ja. Ich kaufe mal alle, die er hat. Und dann würde ich sagen, mache ich hier an der Stelle Schluss. Ich fahre jetzt nur noch auf unsere Insel zurück, baue die ganze Baumwollsaat an. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ich das geerntet habe und wir wieder angeln können. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Summer in Mara. Bis dahin. Bye, bye.